Jährlich werden etwa 3,1 Milliarden Tonnen Güter über inländische Straßen transportiert, 2,3 Millionen Tonnen über Luftfracht, 292 Millionen Tonnen über deutsche Seehäfen und 359 Millionen Tonnen Güter über unser Schienennetz. Zu Beginn des Jahres gab es in Deutschland etwa 26,3 Millionen Inhaber einer Lkw-Fahrerlaubnis. Im Vergleich dazu waren nur rund 3,64 Millionen Lkws angemeldet. Die Logistikbranche ist mit knapp 300 Milliarden Euro Jahresumsatz und mehr als 3 Millionen Beschäftigten die drittgrößte Branche in Deutschland. Logistikunternehmen sind im Bereich Spedition, Transport, Lagerei, Umschlag und Verpackung tätig und bilden zusammen einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Jährlich werden 4,15 Milliarden Sendungen von Kurier-, Express- und Paketdiensten ausgeliefert. Allein in Deutschland haben wir über 229.600 Kilometer überörtliche Straßennetze, 13.200 Kilometer Autobahn und alleine 7.700 Kilometer Wasserstraßen. Dennoch sind wir im Verzug mit Lieferungen. Die Straßen sind voll und die Menschen genervt. Ist das überhaupt gerechtfertigt? Wie doll leidet der Güterverkehr darunter in Deutschland? Was hat das für Auswirkungen für uns? Was bedeutet das eigentlich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Was sind die Risiken der Zeit? Die Sachen gucken wir uns mal an und noch vieles mehr. Als Lkw-Fahrer hat man es auf jeden Fall nicht einfach. Klar, du bist dein eigener Herr in einer Hinsicht, aber das ist heutzutage ja nicht mehr so, wie es damals war. Jetzt bist du viel am Telefonieren, viel im Stau, nie zu Hause, musst immer in der Fahrerkabine essen. Das ist teuer. Aber was verdient ein Fahrer überhaupt? Ein Lkw-Fahrer verdient im Durchschnitt 2.700 Euro brutto. Das ist ein Stundenlohn von 14 Euro die Stunde. Dazu kommen die 14 Euro, wenn die Abwesenheit über 8 Stunden liegt und 28 Euro für 24 Stunden Abwesenheit. Das hört sich vielleicht viel an, aber eine Raststätte ist teuer. Bezahlen für fast alles. Toiletten 50 Cent, Duschen zwischen 2 und 10 Euro, Kaffee ca. 3 Euro und Essen ist sehr teuer. Also reichen die Spesen meistens nicht zu 100%. Die Anzahl der Auszubildenden 2019 für Berufskraftfahrer lag bei 7.000 Auszubildenden. Die Tendenz war sinkend seitdem. Die Ausbildung ist 3 Jahre. Die Gehälter gehen von 638 Euro bis 1.255 Euro. Je nach Unternehmen, Wohnort, Tarifvertrag und Ausbildungsjahr. Jeder Berufskraftfahrer hat die Führerscheinklasse C und CE. Dazu brauchen sie ehemalig die Schlüsselzahl 95, heutzutage ist es die FQN, also ein Fahrerqualifizierungsnachweis. Das war der Hintergrundcheck und jetzt geht's weiter mit den nächsten Themen. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die Herausforderungen ansehen, denen sich die Transportbranchen gegenüberstellen. Dazu gehören unter anderem die zunehmende Urbanisierung. Bedeutung von der Urbanisierung? Es breitet sich die städtische Lebensform aus. Das heißt, dass zum einen die Städte wachsen und zum anderen wirtschaftliche und soziale Veränderungen auftreten, die zu mehr Verkehr in Städten führen. Dazu die steigende Nachfrage nach noch schnellerer Lieferung durch den Onlinehandel. Aber nicht nur Onlinehändler sind schuld dabei. Wir wollen alle Essen haben. Die Einzelhändler und Geschäfte wollen alle Ware haben. Die müssen ja auch ankommen. Bedeutet, der Supermarkt von der Ecke hat kein Wasser mehr. Also muss er 400 Kisten neu Wasser bestellen. Und entweder hat er einen Berufskraftfahrer direkt intern oder muss eine Spedition beauftragen, die Wasserkisten zu liefern. Hinzu kommen infrastrukturelle Herausforderungen wie der Mangel an Parkplätzen für Lkw und die Notwendigkeit, die Verkehrsinfrastruktur zu modernisieren und zu erweitern. Die Modernisierung bezieht sich auf Erweiterung der Straßenspuren, Verbesserung der Straßenqualität, Bau von neuen Straßen und Brücken zur Entlastung des Verkehrs und Bau von Rastplätzen für Lkw-Fahrer. In Deutschland haben wir einen akuten Parkplatzmangel für LKWs. Im Durchschnitt werden über 94.000 LKWs in der Nachtstunde auf den Rastplätzen abgestellt. Leider verfügen wir nur über ungefähr 71.000 Stellplätze. Das sind ungefähr 30% zu wenig. Im Umkehrschluss haben wir eine ungefähre Auslastung von 132%. Die Folgen dabei sind: falsch parken. Dieses Falschparken kann bestraft werden mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro, die Fahrer aus eigener Tasche bezahlen müssen. Aber was bedeutet das jetzt für uns Verbraucher? Nun, wir sind es gewohnt, dass unsere Pakete schnell ankommen, dass unsere Supermärkte voll sind und dass die Geschäfte überall Ware haben. Aber diese Erwartungshaltung setzt die Spediteure einfach mächtig unter Druck und führt zu den, wie gesagt, im gerade genannten Problemen. Und jeder, der von uns schon mal auf der Autobahn
unterwegs war, hat sich entweder schon gedacht oder mitbekommen, wieso muss der LKW jetzt überholen? Ist das jetzt nötig? Mein Gott, fahr doch auf der rechten Seite. Die Rastplätze sehen dreckig aus, die Rastplätze sind voll und noch viel mehr Klischees laufen bei uns herum. Und was bedeutet das für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Transportbranche? Für die Arbeitnehmer bedeutet das oft lange Arbeitszeiten, Stress und einen hohen Druck, die Lieferung pünktlich abzuschließen. Da gab es alleine in 2022 289.000 Unfälle mit Personenschaden. Davon waren 17.000 Unfälle auf der Autobahn, 69.000 auf der Landstraße oder Bundesstraße und ungefähr 203.000 innerorts. Insgesamt waren 25.000 Unfälle mit Personenschaden 2019 ein Güterkraftfahrzeug mit beteiligt. Die Arbeitszeit ist gesetzlich geregelt auf 9 Stunden Lenkzeit pro Tag. Angeblich bei der Be- und Entladung bleiben Lkw-Fahrer eingestempelt, was bedeutet, dass sie beim Warten auf die Ware offiziell arbeiten und keine Pause machen, was die Lenkzeit reduziert. Ob sie das wirklich machen? Nun, ich bezweifle das, weil sie am Ende des Tages nicht viele Kilometer danach noch reisen können, was alles wieder in den Verzug bringt. Dementsprechend sind die Lkw-Fahrer ausgelastet und mehr Unfälle passieren auf deutschen Straßen. Für die Arbeitgeber bedeutet das, dass sie Wege finden müssen, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter zu verbessern. Wie schafft man das? Arbeitgeber können die Effizienz steigern und die Arbeitsbedingungen verbessern, indem sie in moderne Technologien investieren, flexible Arbeitszeiten anbieten, angemessene Ruhezeiten gewährleisten und eine sichere Arbeitsumgebung schaffen. Aber reicht das wirklich aus? Die Aufträge sind mal wieder viel zu viel und die Fahrer viel zu wenig. Da wird es schwierig, oder? Ja. In diesem Punkt sind wir schon sehr gut ausgestattet, aber es reicht immer noch nicht. Rein theoretisch müssen wir die Ware ein bisschen fairer verteilen. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? 3,1 Milliarden Tonnen über die deutschen Straßen. 1 Milliarde hat 9 Nullen. Während der Schienenverkehr nur 359 Millionen Tonnen darüber transportiert. Da müsste man die Infrastruktur besser auslegen, den Schienenverkehr besser ausbauen und vielleicht einfach viele Ablieferungsstandorte einrichten, sodass die Lkw-Fahrer nur noch beispielsweise im Bundesland hin und her fahren müssen. Da sollte sich Deutschland noch unbedingt ein paar Gedanken dazu machen und eine bessere Lösung entwickeln für die Entlastung der Straßen und einfach mehr Frachten auf die Schienennetze bringen, dass auch einfach die Umwelt ein bisschen reduziert wird mit den ganzen Lkw-Smog. Würdet ihr den Beruf als Berufskraftfahrer ausführen? Wenn ja, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Da könnt ihr genauso hinschreiben, wie ihr dieses Video fandet und ob ihr nochmal genau so ein Style-Video sehen möchtet in der Zukunft. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr viel Arbeit, aber ich glaube, am Ende des Tages hat sich das gelohnt. Und vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Haut rein!